Zahlreiche namhafte Sportler werden seit Jahren von einem Unternehmen aus Garflenz gefördert. Dr. Raimund Harreiter ist aber beileibe nicht nur Gönner und Sponsor, sondern verfolgt auch seit vielen Jahren ein Ziel. Und zwar Sport und Bildung in Einklang zu bringen. Dass ihm das bereits vielfach gelungen ist, zeigte sich bei der gleichnamigen Pressekonferenz zum Thema. Diese wohnten neben vielen Kollegen der Presse auch Topsportler aus den Bereichen Leichtathletik, Fußball, dem Ski wie auch Motorsport bei. Bieten können wir nicht nur individuelle Programme von Lehrlingen bis zu Maturanten, vor allem im beruflichen Alltag, dass wir dafür sorgen, dass hier individuell, damit meine ich zeitlich und ortsunabhängig, Ausbildungsmöglichkeiten über die Akademie anbieten, betriebswirtschaftlicher Natur, verkaufsorientierter Natur bis zu MBA-Studien. Ja, leider ist die Harreiter Akademie ja erst nach der Karriere gekommen. Es war besser gewesen, ich hätte den Herrn Harreiter schon in meiner Karriere getroffen, weil dann hätte ich einen Zeitvorsprung von, sage ich jetzt, 10, 15 Jahren gehabt in der Karriere danach, in der zweiten Karriere. Aber es war trotzdem unglaublich wichtig. Es war der Anstoß, mich selbstständig zu machen, mich als Unternehmer zu positionieren. Und das funktioniert sehr gut aufgrund der Ausbildung. Die hat einen riesigen Anteil und natürlich auch wegen der Vorbildwirkung vom Raimund, der einfach ein Mensch ist, der für Umsetzung dasteht und mir das gezeigt hat, wie das geht. Nochmals zusammengefasst, kommen Aktive, die Teil der Harreiter Sportfamilie werden, in den Genuss, neben dem Leistungssport auch Bildung in Anspruch zu nehmen. Gerade die Laufbahnen der nicht mehr aktiven Sportler stellen dies eindrucksvoll unter Beweis. Also Sponsoring Harreiter ist weit mehr als Sponsoring. Also Sponsoring bedeutet, Menschen auszubilden, Bildung im sozialen Bereich und so weiter und so fort. Und er hat mich sehr geprägt, vor allem dieses Testimonial sein für Harreiter. Hat mich menschlich sehr geprägt, hat mich als Unternehmer sehr geprägt und ich selber habe die Produkte in meinem Haus und lebe in einer Wohlfühloase. Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir in Summe jetzt knapp 20 Sportlerinnen und Sportler fördern. Das ist sowohl innerbetrieblich so als auch extern. Und wir haben Langfristigkeit ganz oben stehen, darum sind wir auch mit ehemaligen Spitzensportlern, ob es jetzt der Alexandra Meisnitzer ist, der Alex Wurz, Tommy Sikra, jetzt der Mani Ortlechner, mein lieber Freund der Ivo Vastic, also man könnte bis zu Andrea Fischbacher, all die, jetzt mit Ivona Tadic wollen wir ja ein sehr langfristiges Projekt machen, mit dem Endziel, dass sie durchwegs auch dann einmal in der Harreiter-Familie, damit meine ich nach dem Ende der Karriere, wenn sie möchte, das auch bei uns weiter fortsetzen kann. Ich persönlich glaube einfach, dass das ganz wichtig ist, weil einfach die Karriere nicht ewig dauern kann und man ja auch durch andere Sachen aufhören muss, vielleicht manchmal wegen Verletzungen, und einfach es ganz wichtig ist, was Zweites zu haben, wo man sagen, okay, das, auf das kann ich mich versichern, und ich glaube einfach, dass man dann auch ruhiger und entspannter trainieren kann. Die Motive liegen für den Initiator auf der Hand. Philosophie ist ganz klar, Mensch zu bleiben, ja, mit beiden Beinen am Boden, anderen zu helfen und zu fördern. Und wie es im Marketing üblich ist, Ist- und Soll-Situation. Wo bin ich, wie ist der Weg und in welcher Zeit? So. Und wenn das menschlich passt, dann haben wir nur jeder und jeden geholfen. Und das Schönste war immer, dass viele, nehmt da nur ein Beispiel an, die Schiene, der heute auch Unternehmer ist, und gibt es nur x andere, oder Dragoslavic, wir haben ein paar Geschäftsführer rausgebracht, es macht viel Spaß, oder Stefan Nessel, was unser Marketing leitet. Also gibt viele, viele positive Beispiele. I would like to see how y'all dig this here.